Heute geht es um diese sechs Kerzenhalter aus Glas. Gerade jetzt zu dieser Jahreszeit sind Kerzenhalter eine super gute Dekowahl. Und ja, diese Glaskerzenständer in ja, drei verschiedenen Größen habe ich mir gerade relativ neu gekauft, weil sie unglaublich vielseitig einsetzbar sind. Und heute zeige ich euch mal, wie man sie wunderschön dekorieren kann. Immer mit weißen Kerzen und weißer Deko dazu. Und starten wollen wir mal einfach mit so einem weißen Holztablett. Mehr ist da jetzt im Augenblick erstmal nicht drauf, aber nun starten wir gleich. Die erste Deko-Idee auf dem länglichen Holztablett, ja, es sind weiße Bohnen, die ich gekauft habe. Die kann man natürlich hinterher dann auch noch abwaschen und auch wirklich essen und verwenden, was ich ja auch immer ganz schön finde. Natürlich kann man da auch irgendwelche Glassterne nehmen oder ja, an Lebensmitteln kann man auch Milchreis nehmen. Den kann man genauso gut dann weiterverwenden wie die weißen Bohnen. Die gibt es ja auch noch ein bisschen größer, aber ich fand die in diesen kleineren Formen ganz nett. Ja, oder auch Katzenstreu geht auch. Gibt es ja auch so in so einem schönen hellen Grau. Passt natürlich dann auch wunderbar dazu. Also das sind schon mal so die ersten Ideen für diese vielseitig einsetzbaren Glaskerzenständer. Nun stehen diese Glaskerzenständer einfach auf einer Pappfolie. Also die gibt es im Schreibwarenladen in ja, wirklich diesen Größen hier. Und ja, mit verschiedenen Farben, meistens natürlich zum Basteln. Und ich habe verschiedene hier und jetzt habe ich mal heute, fand ich, passt die silberne am allerbesten dazu. Funkelt dann auch ein bisschen, finde ich auch ganz schick. Ja, meine nächste Deko-Idee ist so ein wirklich richtig großer silberfarbener Teller. Den habe ich mir vor längerer Zeit mal gekauft. Und der ist unglaublich vielseitig einsetzbar. Also damit werde ich euch bestimmt zu Weihnachten auch noch mal ein paar verschiedene Deko-Möglichkeiten zeigen. Aber so sieht es dann mal von oben aus. Ja, passt natürlich auch wirklich richtig schick dazu, finde ich. Also man kann natürlich auch einen kleineren, gibt ja auch so kleine Silbertabletts. Also auch da kann jeder natürlich seiner Fantasie freien Lauf lassen. Ich gebe euch ja heute hier nochmal so ein paar Anregungen. Ja, jetzt haben wir hier unsere wunderschönen Glaskerzenständer einfach auf glänzendem weißen Geschenkpapier. Ja, einfach Glaskerzenständer, weiße Kerzen, kleine weiße Blümchen und glänzendes Papier drunter gelegt. Ja, eine andere Deko-Variante ist einfach Watte dazwischen zu packen. Vielleicht schon ein bisschen winterlich, aber so kann es auch hübsch aussehen. Ja, und eine andere Deko-Variante sind einfach zu den Glaskerzenständern mit den weißen Kerzen ein paar Kristalle dazwischen zu packen. Ich denke, so sieht man es auch ein bisschen. Gibt es ganz viele verschiedene Dekomöglichkeiten. Ja, und jetzt haben wir die Fellvariante. Ich habe hier ein, ja, auch fast weißes Fell mal hingelegt und die Kerzen. Muss ganz ehrlich gestehen, ich dachte, ich kann die da draufstellen, aber das ist zu kippelig und das ist mir dann auch zu gefährlich, wenn es dann umkippt und anfängt zu brennen. Also von daher haben wir jetzt hier einfach mal die Variante mit dem kleinen Fell und die Kerzen außen drum.
Ja, die Variante jetzt ist einfach auf dem Holztisch ein paar weiße Steine hingelegt und immer die gleichen Kerzenständer und die gleichen Kerzen hier drin. Nur die Deko ist immer ja, ein bisschen anders oder aber auch der Untergrund. Natürlich kann man dann dazu auch noch, ja, vielleicht da so hin. Ja, so geht's auch. Ist ein bisschen unaufgeregter. Auf so einem schönen Holztisch kann man ja auch viel machen. Eine andere Variante ist jetzt einfach die Blüten, das sind so Wachsblumen, nennen die sich, einfach auf die Steine legen und nicht mit der Vase hinstellen. Das sieht ja vielleicht so auch ganz nett aus als Deko dazwischen. Soll nicht zu viel sein, immer nur so ein bisschen, aber das sieht ja irgendwie auch ganz hübsch aus. Ja, zwischendurch stehen sie auch einfach mal auf dem Holztisch. Ja, sechs Kerzenlichter ohne irgendeine Deko. Geht auch. Sieht auch ganz nett aus. Ja, und jetzt stehen sie einfach auf einem runden Holzbrett, ziemlich dicht beisammen, ohne weitere Deko, einfach hier auf dem Tisch. Bisschen minimalistisch, aber ist auch ganz schick. So sieht das Holztablett aus. Einfach die Kerzenständer, immer noch mit den weißen Kerzen. Wir machen heute nur weiß. Und wenn ich hier noch ein paar Blüten dazu haben will, dann kann ich die auch einfach hier mit auf das Tablett drauflegen. Diese Wachsblumen nennen die sich. Passt doch ganz gut dazu. Oder ich stelle verschiedene weiße Blüten einfach in einer ganz kleinen weißen Vase dazu. Einfach in die Mitte reingestellt. Und weiß passt natürlich am besten zu den weißen Kerzen. Das ist eine weitere Idee. Jetzt ist die Variante einfach nur ein Stückchen Holz dazwischen zu legen. Ist so wie so ein Treibholz, ist es. Und ja, auch so ganz matt. Und passt gut auf den Tisch und diese wunderschönen Kerzenständer dazu. Mich würde natürlich total interessieren, welche Idee euch am meisten gefallen hat und welche ihr nachmachen werdet. Schreibt mir das doch mal einfach runter in die Kommentare. Welche Deko-Idee mit den Glaskerzenständern und den weißen Kerzen euch am besten gefallen hat. Viel Spaß dabei und vor allen Dingen viel Freude!